Okay. Zug 1. So, alle Verdächtigen ausschalten. Wie machen wir das denn im besten Fall? Das ist halt so ein bisschen. Also wir wissen, dass hier drüben einer ist. Zumindest sollte hier einer sein. Du gehst mal langsam vor. Kann er hier Deckung nehmen? Nee. Ziehen wir direkt zurück. Weil wir wissen, dass hier einer ist. Haben wir jetzt mal gesehen, okay. Dahinter kann ich nicht gehen. Hierhinter kann ich nicht gehen. Wir müssen. Wer ist das? Der Rockman. Wer war nochmal der gute Schütze? Der Belmont war es. Den will ich dann eigentlich gegen ihn hier ansetzen. Hier drüben hin. Mich hinter dem Auto verstecken würde ich gerne. So von zwei Seiten rankommen. Hey. Wer soll nicht da stehen bleiben? Der soll weitergehen. Scheiße. Es war jetzt nicht gewollt, dass er da stehen bleibt. Der sollte natürlich danach noch weitergehen. Du bist der Belmont, oder? Ja. Geh du mal bitte hier vor. Wo du schießen kannst. Ich habe keine Kekse, tut mir leid. Okay. Das könnte jetzt sowas von schlecht laufen für mich. Weil der keine Deckung hat. Er kommt rum, sieht eigentlich ihn hier, oder? Okay. Ja, immerhin hast du welche. Ziehen wir die hier mal vor. Ihn werde ich gleich hier nutzen zum Ausschalten. Roger. Den schicken wir da lieber zurück. Ich will den Belmont nutzen, um ihn auszuschalten. So, du musst auf jeden Fall dich hier hinter verstecken. Und in Deckung gehen. Wir wissen, dass da einer ist. Ein Schuss ist halt krass, gell? Damit können wir sofort riesen Panik ausschalten. Das will ich eigentlich nicht.
würde ihn hier halt schon gerne ausschalten. Ja, das ist, es tut mir leid. Nein, wieso kannst du nichts machen? Scheiße. Ich verliere Belmont. Geh rein, da ist sonst keiner drinne. Der wird festgenommen. Das hier drüben gefällt mir nicht. Jetzt will er mich bei Mond killen. Ach, das sieht man ja durch. Wie dumm bin ich denn? Oh mein Gott, ich verkacke das gerade dermaßen. Gut, dass sie nicht schießen können. Oh mein Gott, hab ich ein Schwein. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was machen wir? Hier rein, Betäubungsgranate. Das glaube ich am besten. Reingehen, Betäubungsgranate hier hinten reinschmeißen. Mittlere Reichweite ist es halt leider nicht, gell? Immer noch schießen, aber er trifft ja nicht. Poker drauf, dass er nicht trifft. Oh mein Gott! Roger. Danach muss ich nochmal tasern können. Ich muss. Roger. Ich muss, weil er geht sonst drauf. Also sind wir hier ran, nehmen ihn fest. Einmal die Woche schärfen. So, der ist auch weg. Müssen wir mit dem noch agieren? Dann können wir den hier ausschalten. Und zwar mit einem gezielten Schuss ins Herz. Es geht um Ausschalten. Ausschalten ist für mich auch töten. Mit der wird sowieso sterben. Der kann nichts machen, weil er tot ist. Der kann nichts machen, weil er tot ist. Der kann nichts machen, weil er betäubt ist. Ach, da ist noch einer. Oh oh.
Ein Schuss in die Arme. Ich verliere hier einige Leute gerade. Okay, dann stelle ich ihn. Oder nein, ich stelle ihn. Weil ich mit dem anderen ihn stellen kann. Ich will eh nicht klappen, das war dumm. Das war dumm. Ah, weil er nicht schießen kann. Sie hat einen Schuss in die Hand bekommen. Naja, müssen wir versuchen. Aber nein, wir könnten auch versuchen, hier hinter zu gehen. Das ist ein dummer Move eigentlich. Und vielleicht können wir hier reingehen und dann betäuben. Die nehmen wir fest, weil er definitiv raus ist. Aber es ist trotzdem nicht gut gelaufen bisher. So, was machen wir jetzt mit ihm? Ich kann ihn oder ihn irgendwie fertig machen. Schuss kann ich setzen. Oder ich gehe mit ihm hier hinten raus. Ich glaube, das ist schlauer. Ich gehe mit ihm raus, damit er nicht getroffen wird. Roger. Ja, dann schalten wir ihn aus. Hat eh keinen Sinn. Mehr geht nicht. Ich weiß, MT ist aber nichts Neues. Ihn kriege ich danach. Er könnte natürlich jetzt schießen. Er versteckt sich. Okay, sie ist raus. So, der ist weg. Der da draußen kommt jetzt auch noch rein. Wie geht's, MT? Jetzt hören wir uns den hier. Na gut, mit dem kann ich eh nichts machen. Aber es dürfte von denen keiner mehr sich bewegen können. Die sind alle pausiert oder sind am Sterben. Ja, das heißt, ich kann die jetzt festnehmen. Ich habe echt nichts da, um ihn festzunehmen. Ich kann ihn nur erschießen. Kann ich ihm irgendwie helfen?
Gut, er kann ihn auch noch ausschalten. Dann stechen wir alle nacheinander ab. Der kann auch nichts machen. Wie dumm ist das denn? Dann ziehen wir ihn zurück und versuchen ihn hier hinten dann eben noch hinzukriegen, dass er ihn trägt oder so. Wie? Ich verstehe es nicht. Lass ich ihn alle nacheinander abknallen. Der kann eh nichts machen, der kann nichts machen. Der ist bald tot. Ich will den hier eigentlich aufheben, dass der eben da dann wegkommt. Den knallen wir gleich ab. Den kannst du direkt abknallen. Ja, komm, dann töte ihn direkt. Und finish ihn. Alles wird abgeknallt, was hier nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ganz einfach. Geht nicht. Ich kann ihn betäuben, wenn ich will. Macht aber auch keinen Sinn. Ein Massaker wurde das hier. So, und da wir halt keine Dinge haben, keine Festnähmöglichkeit, knallen wir sie einfach alle ab. Wir sind da eiskalt. Drei Verdächtige verhaftet, 3 vertötet. Bermond ist verletzt und wir haben Flowerpots verloren. Die war halt echt gut. Das war dumm, da habe ich mich verkalkuliert. Stufenaufstieg für Rosenkranz. Er muss mal schießen lernen. Der Rockman. Casey Rockman. Lautlos einbrechen ist gar nicht mal so dumm. Da hat Clemsy, der wird nicht mehr Verhandlungstyp. Belmont. Naja, da kann ein Tick schneller werden. Was für eine Nacht. Verletzte Polizisten kommen unter Aufsicht von Dr. Kanayan ins Krankenhaus. Wenn ein Polizist während einer Mission stirbt, sind sie dafür verantwortlich. Aber wenn er im Krankenhaus stirbt, wird Lily einen ihren Ersatz schicken. Immerhin war es ja, weil die Ärzte ihn nicht retten konnten. Begräbnis. Ari Aronovich ist tot. Es ist Zeit, das Begräbnis vorzubereiten. Wann ist er gestorben? 4 Tage im Krankenhaus bleiben. Hat im Wind auf die Straße Fensterleer mit wütenden Waldgeistern verwechselt. Sein Arzt wurde bereits informiert. Falscher Alarm. Und die Tierquälerei war auch ein falscher Alarm. Wow. Woran ist er gestorben? Schick den Kopf zurück zu Lilly. Der war doch gar nicht im Dienst, oder? Der Aranovich. Bin mir nicht mehr sicher. Wie wird uns abgezogen? Nur 3? Wir brauchen neue Leute. Wir können uns aber nur einen von denen leisten. Ey, McQuire ist der beste von allen. Kostet aber am wenigsten. Na gut, er ist alt, aber das ist mir doch egal. Ja, aber es ist doch nur einer gestorben. Ciao, Fister. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Es wurde mir aber danach nur einer tot angezeigt und einer verletzt angezeigt. Nicht, dass ich im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr. Nun mal gucken. Wer ist denn für morgen da? Ja, auf jeden Fall natürlich die, die nicht gearbeitet haben. Die definitiv. Belmont erstmal nicht. Ciao, Fister. 7 sind mir zu wenig. Tut mir leid. Zehn suchen wir uns mal aus. Vielleicht kommt auch keine so große Sache ran. Das wäre eigentlich ganz cool. Ein bisschen Ruhe haben vorerst.